Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Haul, beziehungsweise zum allerersten Baby-Haul. Ja, die letzten Monate habe ich natürlich viel eingekauft, tatsächlich, und das bin einfach ich. Also für alle, die jetzt sagen, warum kaufst du schon so früh ein, das bin absolut ich. Es ist sehr, 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 sehr viel, allerdings muss ich dazu sagen, für alle, die es nicht mitbekommen haben, Wir bekommen ja ein Babymädchen. Also das ist das erste Mädchen und ich bin ein klitzekleines bisschen ausgerastet, muss ich wirklich gestehen. Und dazu kommt noch, dass meine Schwester ja auch gerade mit mir schwanger ist. Wir haben gerade mal einen Monat Unterschied und sie kriegt auch ein Babygirl. Und ja, zwei Mädchen, die ersten Mädchen in der Familie, und ja, somit konnten wir jetzt auch nichts irgendwie untereinander austauschen, schenken oder keine Ahnung was. Es sind bis jetzt nur Jungs geboren in unserer Familie. Das ist so krass. Und ja, deswegen, ich habe echt ordentlich zugeschlagen schon, aber ich bin bei weitem noch nicht fertig. Es werden definitiv noch Hauls folgen. Ich habe auch gerade so ein paar Online-Bestellungen gemacht vor ein paar Tagen. Da steht noch einiges aus. Also es werden auf jeden Fall noch Hauls folgen. Aber machen wir erstmal das, was ich so die letzten Monate immer mal wieder eingekauft habe, wo ich nicht dran vorbeigehen konnte, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt gestern erst hier ein großes Paket bekommen, und zwar habe ich Kleiderbügel bestellt in rosa. Ja, ich weiß, ich werde es richtig zelebrieren, falls jemand sagt, Amanda, warum so viel rosa? Einfach weil. Ich habe jetzt wirklich, ich habe mir ja schon immer ein Mädchen gewünscht und ich habe ja zwei Jungs, und bis jetzt gab es niemanden in der Familie, im Freundeskreis, die irgendwie ein Mädchen bekommen haben. Und deswegen bin ich ein klitzekleines bisschen ausgerastet, muss ich wirklich sagen. Und zwar sind es die gleichen Kleiderbügel, die ich auch in meinem Kleiderschrank habe. Ich finde die wunderschön mit diesem Roségold. Und hier ist so Samt drauf. Das finde ich super praktisch, weil dann Kleider und so weiter nicht runterrutschen können. Das finde ich super, super genial. Deswegen habe ich die bestellt, einfach über Amazon. Kleiderbügel Samt habe ich eingegeben, rosa, und da habe ich jetzt einige bestellt. Die sind gestern angekommen, die kann ich dann mal in den Kleiderschrank einräumen und generell jetzt mal anfangen, ein bisschen reinzuräumen. Ich hatte immer Angst in meinen Vlogs, dass man im Hintergrund den Kleiderschrank sieht und dann da rosa rumhängen sieht oder sowas. Deswegen habe ich alles bis jetzt in den Schubläden gehabt. Und ja, ich habe jetzt mal ein bisschen was rausgeholt, was ich die letzte Zeit so gesammelt hatte. Kleine Nike-Schuhe, es musste sein. Ich muss dazu sagen, die ganzen Markensachen, die ich euch zeige oder zeigen werde in Zukunft, die sind alle ausschließlich von Zalando Lounge. Zalando Lounge ist, kann man sich vorstellen, wie so ein Outlet-Store im Prinzip, Online-Outlet-Store, wo, also schaut da einfach mal vorbei. Also da kriegt ihr ganz, ganz, ganz viele Markenprodukte viel günstiger, manchmal 50, 60, 70% off. Also ich würde niemals für ein paar Kinder-Nike-Schuhe irgendwie 50 Euro ausgeben. Also die sind dann, keine Ahnung, für 18, 19, 20 Euro. Und die hier habe ich mitgenommen. Das ist auch schon eine größere Größe. 22. Ich fand die gut, weil die eine schöne dicke Sohle haben und hier ein bisschen abgerundet sind. Fand die süß in diesem Grau, passt dann halt zu allem. Und hier ist so ein bisschen rosa mit bei. Ich fand die super süß. Dann mit Klettverschluss ist natürlich am einfachsten. Und hier sind so Gummibänder, dass man wirklich schön weit den Schuh aufmachen kann, damit das Kind dann reinschlüpfen kann. Und ja, die haben mir super zugesagt. Deswegen sind sie einmal, oder habe ich die bestellt. Und dann noch ein paar Sachen, die ich jetzt über Zalando Lounge bestellt habe. Wie gesagt, kriegt ihr da viel, viel günstiger. Einmal von Nike Jordan. So ein, ja, Strampler Overall für 6 Monate. Ich sage euch jetzt nicht die Größen immer dazu. Ist ja eigentlich auch völlig wurscht. Ich habe natürlich alles so gekauft, dass es für die jeweiligen Monate dann halt eben passt. Ich habe jetzt tatsächlich bislang viele Sachen auch gekauft, die so eher für den Winter waren. Weil jetzt natürlich vieles dann im... Ich habe super viel im Sale gekauft, gerade so bei C&A. Aber bin ich komplett ausgerastet. Weil jetzt natürlich die letzten... So im letzten Monat ungefähr war sehr viel dann im Sale. Wo man dann zum Beispiel sowas hier... So süß, richtig dick und weich, und ich weiß gar nicht, was die ursprünglich kosten. Im Online-Store stehen hier nie die Preise drauf, aber man hat sich dann halt
übelst was gespart. Also ich weiß auch nicht, die Dinger kosten, glaube ich, normalerweise so 30, 40 € und ich habe auf jeden Fall unter 20 gezahlt. Und davon habe ich halt dann, also habe ich wirklich zugeschlagen. Genau. Also das hier einmal bei Zalando Lounge. Dann habe ich dieses süße Jäckchen hier gefunden. Das ist so süß, eine richtig schöne Strickjacke. Das war bei Taco gewesen. Auch im Angebot. Es war jetzt halt super viel im Angebot, was so ein bisschen noch aus dem Winter halt kam. Ich habe dafür gerade mal 5,99 € gezahlt und ich glaube, es gab sogar noch irgendwelche Prozente oder sowas. Also es hat sich mega gelohnt. Dann bei C&A habe ich hier ein Zweier-Set geholt. Einmal diesen schönen Body, so so hübsch, dieser Braunton, wie man sieht. Ich liebe es, sieht so 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 schön aus. Und dann noch dieses hier mit Bambi drauf, voll hübsch. Auch diese Sterne, diese Schneeflocken und so, das hat mir richtig richtig gut gefallen. Das musste einfach mit. Dann habe ich, das war von, das müsste auch Taco sein. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig. Das hier mitgenommen. Sind so Öhrchen drauf, richtig süß mit Minimaus. Genau, so ein Home-Anzug finde ich richtig genial. Hier geht ein Reißverschluss von oben nach unten. Reißverschlüsse sind eh das allergenialste. Dann habe ich hier Socken mal mitgenommen gehabt. Ich glaube, die waren vom Aldi oder vom Lidl, keine Ahnung, aber die sind richtig, richtig nice, weil die so richtig schön dick sind, also richtig schön flauschig und ja, schöne Basic-Farben. Bei vielen Sachen weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich sie euch gezeigt habe. Ich habe natürlich am Anfang ganz viel in neutralen Farben geholt, so beige, Brauntöne. Ich glaube, dass ich die euch immer in den Vlogs gezeigt habe und dann immer gesagt habe, dass es für irgendwen ist. Dabei war es eigentlich alles so für meine Schwester, beziehungsweise danach auch irgendwann für mich. Aber ja, deswegen, ich weiß es jetzt nicht. Ich habe ganz viele solche Sachen hier auch bekommen und da ist jede Menge, ich zeige es euch gerade mal. Schaut mal. Ist auch ein bisschen was in Blau dabei, weil ich muss echt sagen, ich finde, Mädels kann man echt alles anziehen. Also ich habe auch so ein paar Sachen zum Beispiel in so Mint oder in so Marine, wenn Marineblau, wenn das so gestreift ist oder sowas. Ich finde, Mädels kann man halt gefühlt alles anziehen, dass nicht alles in Rosa ist. Aber ja. Ich denke, das habe ich euch aber alles schon in den Vlogs gezeigt, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Dann habe ich auch von Ernstings Family, das war dann nur noch für 4,99 € im Angebot, diesen Pulli mitgenommen. Der sieht einfach so süß aus mit diesen Häschen, richtig, richtig goldig, der musste mit. Und auch von Ernstings Family, das war dann für 3,99 € im Angebot, Mützchen. Mommy and Daddy gleich me, fand ich super, super süß. Und das zweite Mützchen ist hier so ein paar Blümchen drauf und so Häschen, auch richtig, richtig goldig. Dann hatte ich bei Zalando Lounge nochmal zwei Sachen bestellt. Muss ich jetzt auch mal auspacken. Und zwar einmal diese Leggings, richtig goldig, ist von Adidas, zum floralen Muster. Und dazu gehört dieses T-Shirt hier. Das ist auch schon in der größeren Größe. Das werde ich, vielleicht lasse ich es sogar eingepackt. Dann habe ich nochmal von Adidas was mitgenommen. Und zwar einmal dieses süße T-Shirt. Das sieht so, so goldig aus. Ich liebe diesen Peach-Ton. Richtig süß. Und dazu kommt so eine kleine süße Hose. Ich kann nicht mehr. Kann ich die bitte in groß haben? Wie süß ist die bitte? Richtig, richtig schön. Ein tolles, tolles Set. Und auch von Zalando Lounge von Levi's. 74, in der Größe 74. So ein blaues Shirt hier. Das ist, was ich meine. Das können ja natürlich auch Mädels tragen. Und hier ist dann aber doch ein bisschen girly, halt eben mit diesen ganzen Blümchen drauf. Fand ich auch richtig, richtig süß. Ja, das musste auch mit. Dann eine Rassel. Ich habe noch gar nicht so viel Spielzeugsachen geholt. Also ich hatte schon mal ein paar Sachen, die habe ich euch aber auch in den Vlogs gezeigt. Auch so Rasseln und Spieluhren. Aber ansonsten habe ich eigentlich gar nicht großartig was geholt. Ich habe natürlich auch einiges aus den ersten Schwangerschaften. Da muss ich jetzt nicht so viel holen. Aber ich denke, so ein paar personalisierte Sachen werden auf jeden Fall noch kommen. So Schnullerketten oder keine Ahnung, werde ich euch dann in Zukunft zeigen. Aber die fand ich so unglaublich süß. Es ist super, super weiß, weich. Da ist eine Rassel drin und hier eben so ein Holzring, auch super, super soft.
Ist auch so ein Handmade-Produkt. Das hatte ich mal bei Etsy bestellt. Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr. Es war auch ursprünglich für jemand anderen gewesen, aber ich habe es für mich jetzt behalten. Ganz frech. Genau. So, dann habe ich in auch einer der vergangenen Vlogs euch gezeigt, dass ich hier so ein Set gekauft hatte in einem Hellgrau. Und zwar gab es die bei Deichmann reduziert von 25 Euro auf 14,99 €. Fand ich mega. Das habe ich einmal in Hellgrau mitgenommen. Das hatte ich euch damals gezeigt. Und ich habe es hier einmal auch in Rosa mitgenommen. Da ist ein Body drin, eine Mütze und ein Lätzchen. Voll süß. Genau. Dann bei C&A, das hatte ich euch hier gerade schon gezeigt, habe ich hier einmal das mitgenommen mit Minnie Maus drauf. Und dann habe ich gleich zweimal in zwei verschiedenen Größen das hier mitgenommen. Das sieht so süß aus. Richtig, richtig gut. Und es ist unglaublich weich. Wirklich unglaublich weich. Weil wenn es dann dazu kommt, dass halt wirklich diese kältere Jahreszeit kommt, wo das passt, dann wird es unseren zwei Babygirls passen. Einmal kleiner, einmal größer. Genau, weil wir sind ja im Monat Unterschied und genau. So, dann habe ich auch noch mal bei C&A, das ist ein Set, genau. Also da gehört einmal dieses Body hier mit dazu. Da sind so ganz leichte rosane Punkte drauf und hier vorne so ein Häschen. I'm new here steht da drauf, voll süß. Dann gehört diese süße Mütze mit dazu. Ich liebe Babyklamotten, das ist so süß. Und dann dieser Pyjama gehört auch noch dazu. Hier ist einmal mit Knöpfen zum Zumachen. Füße drauf ist auch immer sehr, sehr genial. Und hier sind Häschen und Bambis und Igel drauf. Richtig sweet. Ja, das war auf jeden Fall ein Set gewesen. Dann habe ich bei Zalando Lounge, also über die App, ganz viel von Steif gekauft. Also bei Zalando Lounge ist es ja so, dass man, dass da immer eine Marke zum Beispiel angezeigt wird und dann kann man sozusagen bei dieser jeweiligen Marke einshoppen. Und da gab es wieder was von Steif und ich bin dezent ausgerastet, also wirklich ausgerastet. Aber ich muss echt sagen, ich finde die Sachen von Steif erstens wirklich sehr, 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 sehr schön optisch. Und sie sind von der Qualität her halt wirklich 1A. Das ist so ein schönes Material. Also da kann man ja mal gar nichts sagen. Das ist wirklich richtig, richtig nice. Und ich finde aber die Steifpreise, die sind ein klitzekleines bisschen heftig. Also anders kann man es nicht sagen. Also ich habe euch ja schon mal so ein paar Sachen gezeigt, die ich gekauft hatte. Und dann zahlt man dann irgendwie für ein Body 30 Euro oder für ein Pulli 50 Euro. Und dann denke ich mir so, nee, was für ein absoluter Quatsch. Also wenn man mal eine Sache holt und es als Geschenk weitergibt, dann geht es ja noch. Aber ansonsten ist es ja Schwachsinn. Und über die App, aber über Zalando Lounge habe ich mir da natürlich einiges gespart, wo ich fast immer die Hälfte nur gezahlt habe. Und ich finde, dann ist es wiederum in Ordnung. So, alles ausgepackt, beziehungsweise das hier war noch in dieser Verpackung gewesen. Und ich glaube, dass da fast überall auch die originalen Preise draufstehen. Also da kann ich euch immer mal einiges sagen. Also hier zum Beispiel 15,95 €. 16 Euro, Leute, für ein Kurzarmbody. Ich glaube, es geht los. Also ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Preise, die ich gezahlt habe, aber wie gesagt, es ist immer um einiges günstiger gewesen. Es sind nicht immer 50%, es sind auch mal nur 30% oder sowas, aber trotzdem spart man sich da einiges. Ein Kurzarm-Body, richtig, richtig süß mit so Knöpfen an der Seite, also halt eben zum Wickeln. Dann habe ich ein Kleidchen mitgenommen. Ich habe alles in verschiedenen Größen mitgenommen, einfach so bunt gemischt, habe dann jeweils immer die richtigen Größen rausgesucht. Richtig, richtig goldig. Da sind so ja, kleine Herzchen halt eben drauf. Hier ist so eine kleine süße Schleife. Und dieses Kleid zum Beispiel kostet normalerweise 50 Euro. Hello! Ja, sie ist super, super teuer, aber das habe ich auf jeden Fall, wie gesagt, nicht gezahlt. Süßes Kleidchen. Dann habe ich etwas geholt. Das habe ich schon geholt in einer der letzten Hauls, habe ich es euch gezeigt. Und zwar diese flauschige Jacke. Das ist hier so ein Greige. Also, es ist nicht grau. Das ist so ein graubeige irgendwie auf jeden Fall. Ich fand die so schön. Die ist so dick, dass ich die nochmal in rosa mitgenommen habe. Super, super nice. Die kostet mal so 40 Euro. Halleluja. Teuer. Teure Angelegenheit. Dann für 22,95 €.
dieses Oberteil, einfach ein Langarm-Shirt, richtig, richtig süß in weiß-rosa gestreift. Dann dieser Pulli hier, sind mal so 25 Euro, voll hübsch. Dann nochmal was für den Sommer, auch so ein, was kostet das? 30 Euro, ich glaube es hackt. So ein Kleidchen bzw. Oberteil, aber das sieht so süß aus, wahrscheinlich mit so einer, was heißt wahrscheinlich, ich würde das jetzt mit so einer Leggings kombinieren, das sieht so süß aus, weil das hier wie so ein Röckchen halt eben ausschaut. Und auch die Ärmel, so süß. Und auch der Teddybär hier vorne wieder wie immer richtig, richtig weich. Also es fühlt sich so gut an, dieses Material ist der Hammer. Dann nochmal ein Kleidchen, aber mit langen Ärmeln. Auch voll süß. Was kostet das? 50 Euro. Wahnsinn. Dann ein Strampler. Richtig goldig, oder? Ich glaube, den habe ich auch schon, aber mit, ich glaube, grauen Bärchen drauf. Jetzt mit rosa, dann habe ich eins mal mitgenommen und da sind auch Füße mit bei. Dann habe ich zweimal die gleiche Hose bestellt. Ich fand die so süß, die musste einfach zweimal mit. Das habe ich dann hier bestellt. Einmal 92, einmal 62 und einmal 68. Schaut mal, zweimal mitgekommen. Richtig, richtig goldig, oder? Die ist auch richtig weich. Hier oben, man kann das dann, ich mag die Dinger sehr, sehr gerne, die man hier noch so hochkrempeln kann. Dann so ein bisschen über die Pampi für einen ganz schönen warmen Bauch. Ja, sehr, sehr schönes, weiches Material. Also sehr dick auf jeden Fall für den Winter. Dann ist dieses T-Shirt hier mitgekommen. Ganz, ganz schlicht und einfach. Ich fand die Schleife hier so süß und auch hier diese Spitze. Dann noch ein Kurzarmbody. Das hat aber eine sehr, sehr, sehr coole Struktur hier. Sieht wirklich aus wie so ein T-Shirt, wenn man dann da irgendwie eine Hose oder ein Röckchen drauf anzieht. Super, super cute, auch hier mit diesem Kragen. Super süß. Also ich schaue schon, dass die Sachen trotzdem gemütlich sind. Die sollen süß und cute aussehen, aber sie sollen trotzdem nicht so sein. Also ich werde wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Kleidchen irgendwie kaufen, was irgendwie vielleicht dann nur für bestimmte Anlässe ist. Aber im Prinzip sollen die Sachen trotzdem schön comfy sein. Dann konnte ich auch an diesem Pulli nicht vorbei. Jetzt würde jemand sagen, ist eher so für einen Junge. Aber wie gesagt, ich finde, so Mädels können alle alles anziehen. Also super, super cute. Dann eine Jacke ist mitgekommen. Und zwar diese hier. Ich finde die so schön. Die ist richtig schön gefüttert. Also die ist super, super dick. Und ich glaube, das war eine, die man nämlich von beiden Seiten tragen kann. Also wir haben hier einmal dieses Streifenmuster. Und man kann das Ganze aber umdrehen. Bin ich der Meinung? Ja, genau. Man muss das hier innen aber dann wegschneiden. Und wenn man das Ganze umdreht, ich gucke gerade mal, ob das funktioniert. Ja, genau, das funktioniert. Dann kann man das hier auch wieder zusammenknöpfen und hat dann halt eben rosa. In der Mitte ist dann aber dieses Gestreifte. Man kann es aber ganz normal zusammenknöpfen. Hier ist auch wieder der Bär. Und man sieht auch nicht, dass es irgendwie eine falsche Seite sein könnte. Schaut, das ist ganz normal vernäht hier eben. Ja, also kann man je nachdem, welche Farbe man gerade haben möchte, welchen Look, kann man die dann halt eben auch umdrehen. Das fand ich sehr, sehr cool. Was kostet die? 50 Euro, meine Güte. Aber sehr, sehr nice. Und ein rosa Pulli ist nochmal mitgekommen. Ich glaube, den habe ich euch schon mal gezeigt. Genau, wie gesagt, ich habe immer mal wieder, das ist jetzt 3 bis 6 Monate, verschiedene Sachen mitgenommen. Genau, das war einmal das Ganze von Steif. Ich wollte so schnell es geht durchgehen. Ich habe nämlich hier noch einen großen Karton gerade geliefert bekommen von C&A. Wie gesagt, es steht noch momentan einiges aus. Also es wird die nächsten Tage noch einiges ankommen. Es werden auf jeden Fall noch weitere Holz dann folgen. So, hier habe ich auch einiges einfach, oh Gott, einiges im Sale ergattern können, was dann halt jetzt, ja, von Herbst und Winter sozusagen noch übrig war und was dann halt eben sehr reduziert gewesen ist. Ich habe hier einmal das hier. Wie süß ist dieses Kleidchen mit, ich kann nicht mehr. Diese Ärmelchen, richtig, richtig süß. Diese Schleife hier und dann dieser flauschige Rock. Es ist so süß. Der ist auch richtig, richtig, richtig weich. Ja, da habe ich halt gedacht, so für um die Weihnachtszeit rum, weil die Babys kommen ja Ende September und Ende Oktober. Und ja, dann kann man auf jeden Fall für Weihnachten schon mal so vorsorgen. So, dann habe ich hier ein Set bestellt mit Bodies.
Einmal das hier, wie süß ist das bitte mit diesen Koala. Meine Schwester steht total auf Koala. I love my mommy steht hier drauf. Das ist einfach nur unglaublich süß. Und hier sind nochmal Koalas drauf. Wie süß. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Richtig, richtig goldig. Dann habe ich nochmal eine Jacke mitgenommen. So. Ah, überziehen gerade so für die Übergangszeit. Ich glaube, ich werde bei jedem neuen Teil ausrasten. Ich finde es einfach so süß. 2 bis 3 Monate, ja, weil das ist gerade so. Wir haben ja so ein Herbst. Ich würde so, ja, ich auf jeden Fall Herbstbaby. Meine Schwester so Ende Sommer, Anfang Herbst. Und ja, da weiß man ja nie, wie es mit den Temperaturen ist. Und das ist wirklich so ein dünnes Jäckchen zum Drüberziehen. Und wie süß ist das bitte hier unten? Ich kann ja mehr. Und es fühlt sich auch super, super weich an. Ein wunderschöner Beige-Ton, der definitiv immer passen wird. Dann habe ich Lätzchen geholt. Das Ganze habe ich auch direkt 2-mal mitgenommen. Kann ich auch direkt auspacken. Das bleibt auf jeden Fall alles. Sieht so schön aus. So, Lätzchen. Ich zeige euch eins. Da sind auch wieder Koalas drauf. Mommy and me. Dann eins hier mit so Blümchen drauf. Und dann nochmal Love my Mommy. In so einem wunderschönen... ja, beige, braun, sieht so hübsch aus. Also richtig, richtig, richtig tolle Farben. Genau, 3 Stück sind dann da jeweils drin. Dann habe ich hier Spucktücher mitgenommen. Davon habe ich noch gar nicht so, wobei ich habe doch schon euch auch einiges gezeigt. Von Primark hatte ich da einiges gekauft gehabt schon. Aber eher in so beige Tönen. Ich habe jetzt hier mal Spucktücher mitgenommen. Auch wieder mit so einem Koala drauf. Die haben momentan super viel mit Koala gehabt bei C&A. Das ist auch nicht alles aus der Sale-Abteilung. Ich habe ein paar Sachen aus der Sale-Abteilung, aber manche waren auch im normalen Sortiment. Ich glaube, diese Sachen, die ich euch jetzt gerade zeige, sind sogar... aus dem aktuellen Sortiment. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ja. Genau, ja, diese 3 Muster. So, ich habe jetzt den Rest gerade mal ausgepackt. Ich habe dieses Kleid, was ich euch zu Anfang gezeigt habe, 2-mal gekauft. Ich habe zu meiner Schwester schon gesagt, dadurch, dass die wirklich nur 1 Monat auseinander sind, ich werde die so oft als Zwillinge anziehen. So matchy matchy, super, super cute. I have to. Ganz ehrlich, das ist einfach so, 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 so süß. Deswegen ist das Kleidchen noch einmal mitgekommen. Dann habe ich jede Menge Socken bestellt. Davon hatten wir jetzt noch gar nicht so viel. Und zwar einmal in 3 bis 6 Monate. So sehen die aus mit den Koalern drauf. Born in 2023. Und hier nochmal mit so Blümchen drauf. Ich fand die super cute. Und habe die auch nochmal in der größeren Größe mitgenommen. 6 bis 12 Monate. Genau. Die sind super süß. Ich finde die so, so toll. Direkt ja, mehrere für beide Kids. Dann habe ich hier noch so Socken mitgenommen, die so ein bisschen... Rüschen dran haben, aber nicht aus so einem ekligen Material, sondern so, keine Ahnung, sieht aus wie so Spitze, aber fühlt sich super, super weich an. Da sind aber auch noch normale mit dabei, so ein bisschen kürzere, sehen super, super süß aus. Hier ist auch so ein Mint mit dabei, mit so Schleifchen, also super, super schön. Und dann nochmal ein Päckchen Socken mit Weiß und Rosa. Auch hier sind wieder so Rüschen drauf. Und oder hier mit so Schleifen, die sind jetzt alle aneinander, aber ja, die haben so verschiedene Strukturen an Oberflächen, aber ja, weiß und rosa. Dann habe ich 2-mal in der gleichen Größe 12 bis 18 Monate, wenn sie anfangen so ein bisschen zu krabbeln, Krabbelsöckchen mitgenommen. Wir haben eben hier diese Anti-Rutsch-Geschichte. Voll süß und die sind dann halt auch dicker, also wieder wirklich für dann den nächsten Winter sozusagen. Und ja, hier ist so eine süße Katze drauf. Fand ich super, super cute. Die sind richtig schön dick. Die bleiben auch auf jeden Fall. Und ich habe mich in eine Mütze verliebt. Ich habe sie aber nur noch einmal bekommen. Das hat mich so geärgert. Finde die so süß. Die ist wirklich, die ist schon sehr, 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 sehr klein. Die ist angeblich für 6 bis 9 Monate. Die kommt mir super winzig vor. Aber schaut euch die mal an. Die ist so süß. Ich liebe dieses Gestrickte hier in diesem Altrosa. Und dann dieses, das ist richtig weich. Dieser Bommel hier oben drauf und dann auch hier vorne fand ich so cute. Dann theoretisch zum Zusammenbinden und innen auch aus so einem ganz weichen Teddystoff sozusagen. Genau, die musste mit und ich wollte die eigentlich 2-mal haben und ich habe sie nicht bekommen. Vielleicht finde ich sie ja im Store, mal gucken.
Dann habe ich ein Set noch bestellt. Und zwar ist da einmal dieser Body mit dabei, mit so Blümchen. Das ist dann da drunter. Und da drüber ist einmal hier so ein Strampler. Aber kurzärmlich ist. Sowas habe ich geliebt bei den Jungs. Fand es sehr, sehr angenehm, weil es dann für zu Hause manchmal mit so kompletten Stramplern und langärmlich drunter und. Das ist manchmal irgendwie zu warm und ohne Body drunter ist es zu kalt und so ein Mischmasch. Und das finde ich ganz cool. Da sind die Ärmchen nicht so zugepackt am Schwitzen und trotzdem ist der Körper schön gewärmt. Hier sind Knöpfe mit dabei, auch wieder Füßchen und eben wieder dieser Koala. Das ist so süß. I'm new here. Der ist richtig, richtig gold. Gefällt mir so, so gut. Und das war's. Oh mein Gott, das ist wirklich einiges, einiges, einiges. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch vielleicht ein bisschen Inspo gegeben. Die meisten Sachen sind ja eigentlich auch aktuell. Klar, ich habe auch so ein bisschen was im Sale geholt, aber einiges, also jetzt zum Beispiel gerade die Sachen von C&A, die ich euch gerade gezeigt habe, gibt es eigentlich alle noch online. Es sei denn, es sind ein paar Sachen irgendwie ausverkauft, weil sie jetzt total aus dem Winter stammen, wie die Mütze zum Beispiel. Ja, aber ansonsten, ich hoffe, euch hatte der Haul gefallen. Dann hören und sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao.